Wir begrüßen Sie aus der Düsseldorf Arena. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Die Heimmannschaft aktuell mit den wenigsten Toren in der Liga. Da geht offensiv zu wenig zusammen. Ja, und das müssen sie dringend ändern. Und das Spiel läuft. So, rüber auf die andere Seite. Hoffmann. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Osako. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt. Und klasse Pass. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Sehr guter Einsatz. Fink. Super dieses Zuspiel. Den spielt er gut. Noch ist die Chance da. Gute Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Schuss kommt nicht durch. Leonardo Bittencourt. Mit einer ganz starken Parade verhindert er den ersten Treffer des Spiels. Hennings. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Egestein. Klassen. Milo Drašica. Das gibt Einwurf. Klassen. Auf Außen ist Platz. Milo Drašica. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Der Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Sieht gefährlich aus. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Ball über die Linie, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Gut den Körper eingesetzt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Yuya Osako. Klasse Technik. Yuya Osako. Leonardo Bittencourt. Hereingabe jetzt. Super Aktion. Gut geklärt. Schrebski. Sie wollten den Ball. Sie haben den Ball. Klassen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Klassen! Da ist das Tor. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz, ganz eng gemacht. Fast schon zwangsläufig der Fehler. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball. Und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Hier nochmal dieser Treffer.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Stöger. Zimmermann. Guter Spielaufbau. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Hereingabe in die Mitte. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Viel Platz jetzt auf außen. Da ist die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Schönes Zuspiel. Kevin Stöger. Stöger! Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Kevin Vogt. Klassen. Milo Drašica. Da ist die Balleroberung. Da verlieren sie den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Maximilian Eggestein. Misslungener Pass. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Tommy Botzek. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Suttner. Fink. Tolles Zuspiel. Kevin Stöger. Vielleicht der Ausgleich. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's hier weiter. Sie rücken nach, er bringt erstmal Ruhe in die Aktion. Stöger. Botzek. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Pass auf die Außenbahn. Hennings. Abwehr ist zur Stelle, Steilpass wird abgefangen. Leonardo Bittencourt. Klassen. So, was machen Sie draus? Julia Osako. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Jetzt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Es gibt hier Einwurf. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Botzek. Suttner. Fink. Weg ist der Ball. Eggestein. Milo Drašica. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus.
Yuya Osako. Leonardo Bittencourt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Es läuft gut. Sie legen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Zimmermann, Stöger, Ballverlust, Egestein, Milot Rashica, ja, mit viel Übersicht, was macht er draus, da ist die Flanke, da passt er auf, Ball geklärt, ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Toller Pass. Guter Steilpass. Erik Tommy. Oh, er trifft die Latte. Da hätten sie sich fast mit dem Ausgleich belohnt, aber kein Glück in dieser Szene. Alu-Treffer und man spürt den Frust bis hier oben auf die Kommentatorenplätze. Osako. Ja, mit viel Übersicht. Das macht er gut. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Nuri Sahin am Ball. Auf Außen ist jetzt Platz. Klasse Pass. Und die Flanke. Leonardo Bittencourt. Gibt Ecke. Gut geklärt. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Eck in den Strafraum. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Egestein. Jetzt wird's gefährlich. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. David Kownacki. Gut verteidigt hier. Nuri Sahin. Jetzt der Ballverlust. Er gibt Freistoß, klar. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben nochmal Vollgas. Das ist einfach klasse, wie die ihr Team unterstützen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Botzek. Gefährlich! Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wird es hier Eckball geben. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Also das Spiel läuft an ihm vorbei heute. Er hat nicht den Einfluss auf die Partie wie sonst. Auch deshalb liegen sie hinten. Ecke kommt in die Mitte. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Leonardo Bittencourt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Moisander. Der Ball spielt er raus. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja.
Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Milo Rashica. Hereingabe in die Mitte. Das hätte gefährlich werden können. Und Suttner. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Moisander. Leonardo Bittencourt. Toprak. Langkamp. Milo Rashica. Ist hier immer noch am Ball. Hereingabe. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporterfrage, woran lag's, Buschi? Ja, meiner Meinung nach haben sie einfach nicht genug investiert. Mir hat so ein bisschen der Wille gefehlt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.